Hallo und herzlich willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, mittlerweile sollte ich eigentlich eher sagen zur Typinferenz und zu Polymorphismus, denn was wir hier gemacht haben letztes Mal ist ein Baum aufgestellt, um den Typ von dieser Gleichung hier unten zu bestimmen. Und dabei haben wir die ganzen Regeln angewandt, haben wir jedes Mal neue Konstanten eingeführt, neue Typen eingeführt, haben den Typkontext hier erweitert und haben dann diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regeln, wobei die hier vorgegeben war und logischerweise das Null und Int, das war auch vorgegeben, haben diese Regeln hier konstruiert. Und was wir nun machen werden, ist die Typinferenz. Das heißt, wir werden diese Typen so reduzieren, dass wir herausfinden, was das hier für einen Typ hat. Gut, dazu habe ich das Ganze mal hier übertragen. Ich muss noch ganz kurz das Fenster verschieben, damit ihr das auch alles vernünftig seht. So, und ja, jetzt zeige ich euch den Unifikationsalgorithmus. Der ist an für sich recht einfach, denn wir können uns wirklich aussuchen, welcher Reihenfolge wir das machen. Ich nehme mal an, euch ist genauso wenig, also euch ist es auch lieber, wenn man Char und Int liest, anstatt irgendwelchen Typen Beta 3 und Beta 5 und so weiter. Aber ja, deswegen fangen wir hier einfach mal an. Also man schreibt es dann so hin, hier kommt noch ein Kringel hin und dann hier, was man umgewandelt hat. So, wir wandeln jetzt um, nämlich Beta 5 in einen Character. Okay, das bedeutet, wir müssen erstmal das hier rauslöschen, denn wir haben es ja jetzt hier unten stehen. Und was wir dann noch machen müssen, na, es möchte nicht, dann lassen wir das eben so. Was wir dann noch machen müssen, ist überall dieses Character hier in dieser Tabelle ersetzen. Also das sind übrigens dieselben Gleichungen wie hier oben, die da standen. Okay. Ja. Gut, wir haben nur hier oben Beta 5 stehen, das war das Schöne dran. So, und jetzt müssen wir noch Beta 3 ersetzen, nämlich überall, wo Beta 3 steht, muss ein Integer hin. Okay, das machen wir gerade noch kurz. Das wäre nur hier. Und fügen das logischerweise da unten auch als Gleichung ein. Na. So. Das heißt, wir wandeln alle Beta-3s in Integer um. Okay. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir diese Gleichung hier und wandeln überall, wo Beta-6 stand, in Beta-7 um. Und löschen die auch hier raus. Falsches Zeichen. So. Also Beta 6 wird zu Beta 7. Das heißt, wir machen hier eine 7 draus. Und das war es dann auch schon wieder. So, und ja, jetzt machen wir das hier eben weiter. Überall, wo Beta 4 stand, wandeln wir das Ganze in Char auf Beta 2 um. Das heißt, wir schreiben die wieder hier unten hin. Und ich werde die hier mal so hinschreiben, dass ihr die auch noch gut sehen könnt. Und jetzt müssen wir hier das hier kopieren. Ups. Und hier rein kopieren. So. Und was wir jetzt hier stehen haben, ist was ganz Interessantes. Nämlich können wir ja einfach sagen, okay, was wir hier haben, bedeutet, wir haben eine Funktion, die nenne ich jetzt einfach mal a oder f. Ich nenne sie f. Die nimmt ein Character und spuckt uns etwas vom Typ Beta 2 aus. Okay? So, und hier haben wir dieselbe Funktion nochmal. Die nimmt was vom Typ Beta 7 und spuckt was vom Typ Beta 7 aus. Also das hier ist der Eingabeparameter und das hier ist der Ausgabeparameter, ja? Das hier. So, und jetzt können wir uns ja denken, okay, die Eingabeparameter sollten wohl vom selben Typ sein. Wäre vielleicht nicht schlecht. Und die Ausgabeparameter auch. Nun gut, was wir dann einfach machen, ist folgendes. Wir sagen, okay, Character muss Beta 7 sein. Und wir fügen eine neue Zeile ein. Was war das gerade? Beta 2 muss auch Beta 7 sein. Oh, ups. Denn wir müssen ja auch die Ausgabeparameter vom gleichen Typ haben.
So, und jetzt haben wir quasi aus einer Zeile zwei gemacht, aber haben es deutlich vereinfacht. Wir haben quasi uns gedacht, okay, Ausgabe und Eingabe von ein paar Parametern muss genau dasselbe sein. Okay, so, was wir jetzt noch machen, ist folgendes. Wir sagen, gut, Beta 7 muss ein Character sein. Okay, also reduzieren wir alle Beta 7s zu Characters. Also sagen wir hier, Beta 7 auf. Und ja, ich weiß, dass es übrigens eigentlich ein ß ist, aber es sieht aus wie ein Beta, also tut's das, was ich wollte. Gut, wir sagen, Beta 7 ist ein Character, okay? Dann sagen wir hier oben also Character. So, und dann sagen wir hier wiederum alle Beta 2 auf Character. Ups, jetzt habe ich hier B geschrieben statt Beta oder ß. Das heißt, wir kopieren das hier dahin. So. Und jetzt sieht vielleicht schon jemand, was wir für ein Problem haben. Nämlich Character ist gleich Integer auf Beta 1. Also Character müsste eine Funktion sein. Und da haben wir dann unser Problem. Nämlich wir müssten hier statt Character irgendeine Funktion haben. Das heißt, das kann so nicht typisierbar sein. So nennt sich das dann. Okay, das bedeutet, diese Funktion hier unten ist nicht typisierbar, wenn wir Y als Charakter vorgegeben haben. Gut, was würde passieren, wenn wir jetzt hier statt Y als Charakter vorgegeben haben, ein Integer haben? Naja, gut. Dann würden wir, also ich wollte euch jetzt gerade mal nur kurz zeigen, wie es aussieht, wenn was nicht typisierbar ist. Ich glaube, das ist relativ eindeutig, dass das dann nicht typisierbar ist. Da wir ja nur diesen einen Char vorgegeben hatten, können wir jetzt hier einfach alles, was Character hatte, zu Int wechseln und haben dann quasi das gleiche System. So. Ja, nee, das wollte ich nicht genau. Wir müssen hier natürlich Int auf irgendwas haben. Wir müssen Y als Funktion haben. Logischerweise, weil wir was reinpacken. Int auf, keine Ahnung, auf Character. Also sagen wir, ich tue das gerade nochmal rückgängig machen. Hier int auf Character, wo Character stand, so. So, jetzt haben wir hier int auf Character und können hier wieder genau denselben Schluss machen, den wir vorhin auch gemacht haben. Nämlich, dass die Eingabeparameter und die Ausgabeparameter gleich sein müssen. Okay, das heißt, wir haben hier int muss gleich int sein und char muss gleich Beta 1 sein. So, und das bedeutet, int gleich int ist einfach eine wahre Aussage, da braucht man gar nichts reduzieren, denn das ist ja ein finaler Typ sozusagen. Da muss man dann nicht weitermachen. Und hier sagen wir dann noch, okay, Beta 1 wird zu char. Das heißt, wir schreiben hier noch so einen Kringel hin. Beta 1 auf char. Löschen das hier raus und die leere Menge bedeutet einfach, dass wir hier fertig sind. Das heißt, wir brauchen den Teil hier nicht mehr. Ja, und was wir jetzt hier rauslesen können, ist erstmal, dass wir Beta 1 als Charakterausgabe haben. Also, wir wissen jetzt, dass hier unten ein Charakter rauskommt, wenn wir fertig sind. Aber wir wissen noch nicht den kompletten Typ von all diesen anderen Dingern hier. Das macht man, indem man jetzt diese Dinger hier wieder zusammenführt. Also die einzelnen gekringelten Sachen kann man auch wieder alle zusammen in eine einzige Reduktion machen. Also so, wie es jetzt aktuell ist, müsste man die nacheinander durchführen. Zuerst das hier, dann das hier, dann das hier und dann die oben drüber halt. Immer der Reihenfolge nach. Und wenn wir die jetzt aber so zusammenfügen wieder, dann kann man die gleichzeitig machen. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass jetzt hier hinten dran, überall wo Beta 3 steht, muss ein Integer reingeschrieben werden. Überall wo Beta 6 steht, hier hinten, muss ein Beta 7 geschrieben werden. Okay, haben wir alles nicht? Also das schreibt man dann eben so mit diesen Kommas dazwischen. Das indiziert quasi, dass es gleichzeitig gemacht wird. So, haben wir hier irgendwo ein Beta 4? Nein, haben wir nicht. Okay. So, aber jetzt.
Müssen wir was machen? Haben wir irgendwo ein Beta 7? Ja, haben wir. Also müssen wir statt Beta 7 hier Integer of Character schreiben. Tut mir leid, ich habe irgendwie leichten Husten. Okay. So, Beta 7 haben wir alle ersetzt. Jetzt kommt Beta 2. Beta 2 finde ich hier auch gerade. Das heißt Integer of Jar. Und Beta 1 haben wir nirgends, ist ein Character. So, und dann machen wir hier vorne noch den Kringel weg. Den brauchen wir so oder so nicht, seit wir die Klammer zugemacht haben. Und haben alle Reduktionen, die wir hier irgendwie durchführen müssen. So, jetzt wissen wir Folgendes. Wir wissen Beta 5, also das hier, ah, das steht hier übrigens noch in dem alten, ist ein Integer of Char. Das hatten wir ja hier gegeben schon. Das heißt, wir wissen hier Beta 5 Int of Char. Wir wissen Beta 3, das hier, ist ein Int. Wussten wir ja davor schon. Wir wissen Beta 6, das ist das hier. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ihr es nicht richtig sehen könnt. Ich hoffe mal, dass es so besser ist. Okay, hier Beta 6, das ist unser x. Also nur der Typ x ist selber eine Funktion vom Integer auf Character. So, und dann haben wir hier noch Beta 4, und das ist was ganz schön krasses. Das ist eine Funktion, die nimmt eine Funktion vom Typ Integer auf Char, nimmt dann nochmal ein Integer und liefert dann ein Char zurück. Ja, sowas in der Art halt. Wow, das heißt, wir können die jetzt alle so nacheinander hier drüben in unserem Baum ersetzen und haben dann am Schluss eben hier unten wissen wir für Beta 1, es muss ein Character rauskommen. Das heißt, wir wissen, der Rückgabetyp von unserer Funktion, die wir in unserem Programm eben geschrieben haben, ist ein Character. Wow, ja, das nennt sich Unifikation das Ganze und ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Ja, falls ihr es nicht verstanden habt, schreibt mir Kommentare oder guckt euch das Video einfach nochmal an. Es ist wirklich kein einfaches Thema. Und versucht es auch selber an ein paar Beispielen. Das hilft wirklich sehr. Okay. Alles klar. Dann, ja, das war's von meiner Seite aus. Und viel Spaß beim Üben. Bis dann. Ciao, ciao.